Alter, was zur Hölle hast du gedrückt? Ja, vielleicht zu viel Licks? Wir wollten doch nur ein kleines Let's Play machen, du Wurst! Unsere Resident Evil 6 Version bekommen und wollen jetzt mal ein wenig mit euch gemeinsam hineinschauen. Zu meiner Linken der gut aussehende Herr Marco K. Marco K. K. Unterteilt bitte. Geteilt. Du brauchst mich nicht vorstellen. Du brauchst dich nicht vorstellen? Zu meiner Rechten der wunderbare Sebastian T. Gut, wir haben uns für Chris-Kampagne entschieden. Ich habe das Ganze ja schon testen dürfen und musste auch durchaus was drücken. Echt? Start zum Beispiel. Cheers. Ich habe das Ganze ja schon ein bisschen spielen dürfen, weil ich den Test geschrieben habe und empfinde deshalb Chris-Kampagne am interessantesten, um da mal kurz reinzuschauen, um sich ein Gefühl für die Qualität zu machen. Ein Gefühl für die Qualität? Vom Spiel. Ich bin gespannt. Ich habe noch nichts von der Chris-Kampagne gesehen. Dann darfst du gespannt sein. Steaks sind nicht besonders gut hier. Nicht so wie zu Hause. Vollmachen. Sie haben genug. Hör zu, Süße. Du sollst Drinks ausschenken und gut aussehen. Also halt einfach den Mund. Du verschwindest jetzt sofort aus meiner Bar. Ich weiß nicht wohin. Hey, damals warst du Samolia de Ore. Ich sagte, sie will, dass du verschwindest. Ich hätte nie gedacht, dass Chris Redfield mal in so einem Drecksloch landen würde. Wer zur Hölle bist du? Pierce Nivens. Noch nie gehört. Und das hier? Davon schon gehört? Was ist das? Sie erinnern sich wirklich an gar nichts, oder? Bioterrorismus. Bio. Ihre Vergangenheit wird sie einholen, Chris. Egal, wohin sie gehen oder was sie tun. Wer bist du? Was soll das hier? Okay. Sie erkennen mich nicht. Aber was ist mit dem? Hier. Los, schauen Sie hin! Das waren Ihre Männer. Männer, die unter Ihrem Befehl starben. Sie sind es Ihnen schuldig, sich zu erinnern, Chris. Wenn Sie jetzt aufgeben, war das hier alles umsonst. Es reicht! Verdammt! 6 Monate suche ich nach Ihnen. Und was muss ich vorfinden? Alle.
werden sie zurückbringen, Captain. Ob sie wollen oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt nur an mir liegt, aber ich finde, er wirkt nicht nur so, als hätte er irgendwie sein Gedächtnis verloren, sondern irgendwie auch ein bisschen auf den Kopf gefallen, blöd geworden oder sowas. Weil Bioterrorismus? Ich sag mal so, hat er abgenommen? Ich finde, er hat ein bisschen abgenommen, oder? Vielleicht hat es ja da oben dann Saufen, auch, ist klar, dass er hat da oben hoch abgenommen. Das kann ich sein. Kann nicht länger davon beides laufen. Gleichzeitig. Ich muss mich der Wahrheit stellen. Verantwortung übernehmen. Nur jetzt mal die Frage für die, die schon mal durchgespielt haben. Bekomme ich mein Leben zurück. Ich kriege ja jetzt gerade nicht so viel mit, also muss man davor die andere Kampagne gespielt haben, damit es ein bisschen mehr Sinn ergibt? Nein. Okay. Also ich finde, das ist auch so ein kleines Problem, dass ich hatte irgendwie diese Story-Stränge, wie sie anfangen, das ist relativ losgelöst von den Teilen davor. Man wird einfach so reingeschmissen. Du bekommst jetzt vorgesetzt, okay, Chris Redfield ist irgendwie kaputt gegangen daran, dass irgendeine Einheit von ihm, eine Einheit von ihm irgendwie komplett hops gegangen ist und deshalb hat er sich irgendwie in Alkoholismus und was weiß ich was gestürzt, aber das, weiß nicht, kommt halt nur in dieser Sequenz jetzt so rüber und wird halt nachher so ein bisschen noch zusätzlich erzählt, aber wo kommt überhaupt der Pierce her? Ist der ist einfach neu? Der ist einfach neu. Okay. Und halt ein BSAA-Typ, der Chris Redfield zurückholen will. Aber es ist ja schön, dass du ähnlich fragend davor standst wie ich beim Anfang. Ich meine, ich habe 5 gespielt und da habe ich mir gedacht, hey, was für geile Arme hat der denn? Und ich frage mich gerade, hey, wo sind denn seine geilen Arme hin? Was für geile Arme hat der denn? Ja, also ich habe da eher auf den weiblichen Konterpart geguckt als auf Chris Oberarm, aber ja, jedem, wie es ihm beliebt. Aber ich glaube, hast du nicht ihn zuerst gesehen? Ich weiß es gar nicht. Die BSAA ist am Schauplatz eingefallen. Hallo, dürfte ich Ihnen einen Kommentar bitten? Hallo? Das ist immer irgendwie eine Krankheit, wenn die das sagen. Hängt dieser Ausbruch mit der Situation in der Stadt zusammen? Ist die BSAA? Ja, wir sehen hier so, ist nicht alles so ganz gesund, was hier passiert. Okay. Aber kein bisschen. Ist halt die Action-Kampagne jetzt, ne? Genau, ja, gut. Ich sag mal, jetzt geht's ja noch in Ordnung los, außer dass halt rundum alles explodiert, weil ein Virus ausbricht. Aber, die ist schon die flinkere und Gesundheit extrem actiongeladene Kampagne. Da fliegen die ersten Wagen. Verdammte! Alpha Team, ändern Sie den Kurs von Route 4 zu Route 9. Kann ich durch die Tür kriegen? Ja, ein Koop-Element. Genau, ja, das kennt man ja so schon von Resident Evil 5, aber kommt jetzt auf jeden Fall wesentlich öfter vor. Ist der Sache beim Koop-Spielen ja eigentlich nur zugänglich. Ne? Eigentlich schon. Das fand ich jetzt auch nicht weiter tragisch. Ist nur ein bisschen doof, wenn du halt mit einem KI-Kollegen spielst, dann musst du halt öfters auch mal auf ihn warten. Kannst auch nur meckern, ne? Ich strahl's jetzt auch nicht. Na, was heißt denn meckern hier? Und, wie man sieht, Schlangenfigur. Wow. Aber weißt du, was mich gerade wundert? Irgendwie, ich habe schon von links nach rechts gewechselt. Man nennt sich statt nicht hier mehr. Okay. Das hatte ich beim Anfang auch irgendwie, dass mir der Charakter irgendwie viel präsenter im Bild vorkam, als das noch öffentlich der Fall war. Hier sieht man weniger, aber da gewinnt man sich doch schnell. Wo sind wir überhaupt? Wehrlose Zivilisten. Weiß man das? Das sollen Sie mal mit uns probieren. Also auf jeden Fall irgendwas Chinesisches. Chinesisches. But I don't know exactly to be. Die sind alle verfallen, weil sie ihr Gemüse nicht gegessen haben. Ich muss ja jetzt auch sagen, dass der Test wieder ein bisschen länger her ist und ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieg, was sowas angeht. Wow. Und da macht's Platz. Es heilt sich selbst. Okay. Wie ungewöhnlich. Und das hat 4 Augen. Wieso hat das 4 Augen? Weil es ein. Das sind die gleichen wie die damals in Edonia. Verstanden. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Ja, ich würde sagen, ich möchte ja nicht die Atmosphäre zerstören, die meiner Meinung nach aber nicht so richtig vorhanden ist. Los, los, los! Ich gehe jetzt mal hinterher, ja. Das ja. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr in die Kampagne noch reinschauen. Möglichst schnell. Und da sehen wir schon mal die netten Zombies, vieräugigen Maskenträger-Zombies.
wissen, wie man mit Raketenwerfer umgeht. Okay, ich habe gerade ein allgemeines Problem festgestellt. Genau, die Kamera. Die Kamera dreht sich immer zu solchen Events hin, aber du kannst sie auch, obwohl jetzt ja nichts mehr ist, bleibt sie fixiert auf dem Event. Ich habe gerade verzweifelt versucht, den Controller Das wird immer besser, desto näher du hingehst. Ich kann ja gar nicht mehr sehen, wo ich hingehe. Genau. What? Das ist so eine inszenatorische Fehlleitung von mir. Okay, das kann man ja machen, aber dann darf man nicht so im Weg stehen. Ne? Ja, gut. Oder es ist halt so ein Event, dass so lange da was passiert, man da hinguckt, aber halt irgendwann möchte man auch wieder schon. So. Ich muss ja immer sagen, das, was mir bei Resident Evil immer so viel Spaß gemacht hat, ist immer die Items einzusammeln und halt irgendwie damit hauszuhalten. Das gibt's ja auch Gott sei Dank noch bei 6. Und das neue Erfahrungspunktesystem, du kannst halt, wenn du Gegner tötest, lassen die so Figürchen fallen, die sind dann Fertigkeitenpunkte, glaube ich. Fertigkeitenpunkte? Die kannst du dann in Fähigkeiten investieren. Überraschung, Überraschung. In Fähigkeiten investieren. Ja, von mir ist das nicht auf Fähigkeitenpunkte, du kannst in Fähigkeiten investieren. Achso, gut. Besser. Auf jeden Fall, das ist schon ein ganz cooles System eigentlich. Auch wenn man es bis zum Schluss nie wirklich ausreizt. Aber du kannst halt sogar zwischen den verschiedenen Skills hin und her wechseln. Ups. Herr Partner, kommen Sie bitte. Ja, bin ja da. Haben Sie aber schon vorher mal geübt, beide, wa? So synchron, wie Sie sind. Ja, guck mal, jetzt ich bin schon wieder auf links. Wieso? Von der wahrscheinlich beim Ziel wieder drauf geklickt hast. Nee. Das Wichtigste ist ja immer, das haben sie, glaube ich, seit 4 eingeführt, dieses Auflatschen. Da habe ich übrigens Fähigkeitspunkte, diese Fähigkeitspunkte. Dass du möglichst die Gegner zum Munitionssparen immer einmal anschießt, sie dann zurückschwanken und du sie dann kaputt schlagen kannst. Wohl die größte Neuerung, die ja wohl jedem dann auffallen dürfte, der 5 gespielt hat. Laufen und zielen. Und man kann sogar so schöne Rollen machen während dem Zielen und nach hinten springen und nach links rollen. Kann man dann weiter rollen? Und nach rechts rollen und du kannst auch kriechen. Ja, das ist schon eigentlich ganz nett. Wie kommt man denn schnell wieder hoch? Einfach Zielen loslassen. Okay, habe ich verstanden. Ne? Also das manchmal funktioniert es auch ganz gut. Also ich muss zugeben, dass ich es nicht super oft genutzt habe, aber durchaus. Pierce. Zwischendurch. Pierce. Ich fühle mich leicht wie James Bond. Da drüben ist noch eine Kiste. Habe ich andere Waffen dabei? Krank. Was habe ich denn für Kniften dabei gleich von Anfang an? Heftig. Das haben sie alle. Egal wen. Ja, guck mal, und jetzt, ich habe die Dings hier gewechselt und jetzt zieh ich schon wieder auf. Ach so, okay, wenn du Waffe wechselst? Ja. Wechsel mal auf links, dein Dings hier. Und jetzt mach mal. Nö. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier. Jetzt wechsle ich die Waffe. Oder bin ich zu blöd? Kommst du wahrscheinlich drauf, wenn du zielst. Aus Versehen drückst du drauf oder sowas. Klar, Hilfe. Und ein kleiner Finisher. Das wirkt auch total realistisch, so würde ich auch mit Zombies umgehen, wenn die Zombies so vor mir stehen würden. Wenn ich seine Arme hätte, würde ich das auch machen. Ja, ich weiß nicht, wenn du daran. Also, ich glaube, so ein Biss von so einem Zombie ist bestimmt nicht ganz nett. Ich sag mal, aber die sind schon ganz schön drauf, die Zombies, ne? Auf jeden Fall. Wie du siehst, also so gut, dass sie Waffen tragen, erinnern wir uns an 4, da hatten sie auch schon Heugabeln etc. Okay, daran kann man sich gewöhnen, nur ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass die allesamt Waffen tragen. Also ich finde halt so, ist ja auch alles, also von mir aus können sie auch alle Waffen tragen, aber irgendwie kommen sie mir zu flexibel für Zombies vor. Ja, vor allen Dingen das Problem ist daran, dass die Waffen tragen, dass das halt nicht mehr ein Zombie-Shooter, sondern halt ein normaler Third-Person-Shooter ist. Du musst dich in Deckung geben, du musst die... Kugeln ausweichen, lieferst die halt Schusswechsel mit Zombies und dann, weiß ich nicht, kann man das Zombie-Genre also gleich begraben. Vor allem fand ich es halt komisch, dass die Maske aufgesetzt bekommt, fällt ja dieses ganze Zombie-like weg so. Also der ganze Look ist ja dann so ein bisschen. Gut, man muss sagen, in der Leon-Kampagne kommen die, glaube ich, werden überhaupt seltener vor. Also das sind halt doch schon eher normale Zombies. Deshalb, sage ich mal, ist das so auch in meinen Augen mit die stärkste Kampagne von den 4, die man spielen kann. Aber auch nicht zufriedenstellend. Ich muss mal kurz zugucken. Ja, klar.
schlagen. Schießt. Okay, das finde ich jetzt aber noch nicht mal so schlecht. Also ja, nein, das ist schon okay. Das ist die typische Horrorfilm Zombie-Rubrik. Und auch jetzt so den Zombie, da würde ich auch noch mit. Also der sieht jetzt wieder ja, nee, aus wie ein Zombie. Kann man die wenigstens auch hauen? Okay. Ups, ich bin irgendwie gestolpert. Das ist auch so eine Sache, diese ganzen Nahkampf-Ding ist ja eigentlich ganz gut gemacht, so. Aber ganz oft verfehlt man dann doch das, was man eigentlich machen möchte. Das heißt, wenn man sie nicht genau genug tötet, mutieren sie. Also wenn man nicht genau, wenn du halt Körperteile abschießt, wie Arme, Beine oder so, dann kommt bei allen, die jetzt hier kommen. Zu Mutation. Ja, ich glaube jetzt hier in dem Abschnitt doch schon. Aber ich glaube, das ist auch teilweise, das ist glaube ich wahrscheinlich eher gescriptet, als dass es davon abhängig ist. Weißt du, woran mich das erinnert? Irgendwie an ja. Blade, wie die. Sie beide Vampire. Ja, stimmt, echt. Sich um die Verwundeten. Sind die in den vorigen Teilen auch so zerbrochen? Ich glaube nicht, oder? Die sind auch so. So, als wenn die sich in. So komisch auflösen. Also nicht so. Nicht so in Staub zerfallen. Ich möchte mich da nicht. Feind gesichtet! In Deckung! Ich will nicht, dass jemand vorrückt! Ich will nicht, dass jemand vorrückt. Habe ich ja genau das falsche gerade. War das? Ich habe nicht sehr geschickt. War das irgendwie von hinten? Kann man sie gleich noch im Finisher machen? Ja, genau. Knack. Sie sehen halt echt wenig aus wie Zombies. Das muss man jetzt leider mal so sagen. Ja, aber weiß nicht. Also ich muss sagen, jetzt so den ersten Teil von der Kampagne, damit habe ich mich eigentlich auch arrangieren können. Ja, sie schießen halt. Aber das habe ich dann irgendwann auch akzeptiert. Ich sag mal, es wird nicht besser. Das Monster-Design wird immer abgedrehter. Dann kommen Zombie-Grashüpfer, dann kommen Zombie-Spinnen, dann kommen Zombie-Bienen. Toll, ich wollte jetzt mal gucken, was mit ihm passiert. Mit wem? Dem, der gerade nur den halben Kopf hat. Der wäre weitergelaufen. Resident Evil Expertin, die wahrscheinlich dieses Video irgendwann gucken wird, wird jetzt weinen, weil wir das bestimmt nicht entsprechend gut spielen. Ach, die wird weinen, weil wir so gut sind. Also sie wird uns verehren. Ich glaube schon. Für unsere extremen Skills. Da war ich eigentlich schon zwei Energiebalken verloren. Stopp. Also wir arbeiten uns jetzt in so ein Gebäude vor und soweit ich weiß, müssen wir dann irgendwann Geiseln retten. Ganz wichtig. Bion. Weil Zombies nehmen neuerdings auch Geiseln. Sind Zombies ja so an sich. Natürlich. Wer mit Waffen umgehen kann, der kann auch Geiseln nehmen. Weil mit Zombies lässt sich ja das... Also mit Geiseln lässt sich ja... Was kann so ein Zombie schon erpressen? Gedärme? Also, was will der haben? Geiseln oder so, wenn irgendwen erpressen will, oder? Also, die wollen einen Sack Gedärme. Genau. Als Lösegeld. Oh! Alter, der hat derbe die Karate-Skills gehabt. Kranker Scheiß. Der jetzt, der Zombie-Ding? Ja. Oh, ich hab keine Mumpel mehr. Das ist. Heftig. Wieso hab ich keine Mumpel mehr? Hast du auf einer anderen Waffe vielleicht was? Hier ist nee, ja, aber kann. Ich kann auch hier nicht. Ah, du hast gar keine Handfeuerwaffe. Ich muss ja sagen, ich habe bis jetzt nur Chris gespielt im Einzelspieler, obwohl. Nee, doch, ich habe nur Chris gespielt. Ja. Ich würde jetzt mich um die Wette mit dir hauen. So genau, du hast jetzt gerade die Wegfindungsroutine entdeckt. Gibt's jetzt auch. Erinnert mich ein klein wenig an Dead Space. Mann verloren! Also wie soll es auch anders sein? Ups. Wir neutralisieren mit Charlie-Team Feinde. Ich finde, dem Vergleich muss es sich jetzt auch sehr doll hingeben, ne? Ja, obwohl ja eigentlich, also sag mal, Dead Space ist ja eigentlich entstanden, ob da Munition drin ist, Dead Space ist ja eigentlich entstanden, weil es Resident Evil 5 gab und 4. Vor allem 4. Deshalb ist es jetzt eigentlich komisch, dass sich Resident Evil an Dead Space orientieren muss. Warum machst du es nicht? Alter Schwede. Wo bist du? Da bist du. Ich bin gestorben. Munition. Ich sterbe auch gleich wahrscheinlich. Das war nicht. Du solltest mich. Ja, ja. Ich sterbe jetzt. Hä? Ich hab einfach mal mich geheilt. Ich hab keine Ahnung. Okay. Hat doch alles geklappt, war alles geplant. Ja, war gut so. Du
solltest dir unbedingt irgendein grünes Kraut schmeißen. So wie es bei Resident Evil ja immer der Fall ist. Ich möchte gerne grüne Kräuter kombinieren mit gelben und lilan und roten. Damit ich mit wieder... kleinen rosa Pilchen. Ja, das wäre geil. Smileys drauf. Ich glaube, die Zombies haben diese rote Pilchen geschmissen. Deswegen sehen sie jetzt so aus, wie sie aussehen. Guck mal in deinen... Ah, guck, ich hab sogar... Dreieck, ne? Oh, du hast nichts, ich habe alles. Deshalb habe ich Munition hier... Die du nicht tragen kannst. Munition, 12,7. So, pass mal auf. Weil das finde ich ganz gut. Also ich habe jetzt das Heilkraut im Menü sozusagen gemischt. Ich habe auch Heilkräuter. Ohne Ende. Geil. Und jetzt? Achso. Okay. Da muss ich gar nicht. Sehr geil. Jetzt haben wir aber mal hinterrücks gekillt. Okay, das sieht schön aus. Sorry. Ach, das ist die 12,7mm Munition. Die ist ein bisschen größer. Macht dann durchaus Sinn. Das Wohngebäude, das vor Ihnen liegt, ist das Peak A. Macht da ein Loch. Dort werden die UN-Mitarbeiter als Geister festgehalten. Befreien Sie sie. Kann man wenigstens, wenn die so ein bisschen actionlastiger ist, auch durchrushen oder muss man immer alle Zombies töten? Ja, nö, es ist schon sehr statisch, so ein bisschen wie bei Call of Duty. Da kommen auch. Wow! Da kommen auch. Ich habe stellenweise immer das Gefühl, dass da unendlich Zombie-Wellen kommen. Das sieht sehr lustig aus, wenn man wegschießt, muss ich sagen. Bis du halt irgendwie einen gewissen Punkt geschnitten hast. Also, die haben sich schon stark an ähnlichen Spielen wie Call of Duty und Gears of War orientiert. Ich sag mal, das ist nicht zum Guten der Serie. Das sind alles durchaus keine schlechten Spiele, aber Resident Evil ist einfach kein Call of Duty und kein Gears of War. Muss man mal so sagen. Also den großen zu hauen, mit dem sich zu boxen? Nee, den müsstest du, glaube ich, erstmal ein bisschen anknallern, dann muss ich das machen. Ja! Forgot it! Bei Cargo 3 läuft es nicht besonders gut. Sie werden da gebraucht. Wir sind jetzt über Munition. Ich glaube, ich sollte mal hier auf dich warten. Ich bin ein wenig vorgeprescht. Ich glaube, ich habe jetzt wieder Mumpels. Boah, dann komm mal darüber. Genau. Bisschen nachladen, bitte. Vier. Kannst dich dabei auch bewegen. Geil. Boah, die Kamera ist fest schon wieder. Yep. Nervig. Yep. Sorry. Also bis jetzt habe ich durchaus Spaß, muss ich leider sagen. Ja, es ist auch vollkommen okay, sage ich mal. Ich habe ja auch eine 8-0 gegeben, ne? Aber es ist halt wenig Resident Evil und gerade nachher kommen dann immer mal wieder so frustige Stellen. Und es wird auch stellenweise sehr unübersichtlich. Und man muss halt natürlich auch sagen, der KI-Kollege ist meist nicht so intelligent wie ein menschlicher Mitspieler. Du wolltest sagen, der spielt nicht so skilled wie ich. Nein, und jetzt wurde ich gerade unfairerweise umgemietet. Von wo? Von da oben vom Dach vielleicht. Jetzt wird unser Resident Evil Expert in Beinen. Boah, was ist das? Ja, hier unser Schmetterling, unser Motte-Dings, was auch immer. Unser. Worüber mich auch lustig gemacht habe. Ja, weil ich mich darüber lustig gemacht habe, musste ich jetzt unser sagen. Ja, mit Bildvisier. Ja. Und noch ein Schmetterling. Und beachte den Zombie, der an seinem Mutterleib klebt. Wieso ist der. Wird der nicht einfach nur? Egal. Das ist natürlich nicht über Logik. Oh, und ich fall schon wieder. Und gleich geht's. Irgendwie habe ich es gerade nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gerade auch überhaupt nicht. Es wird halt so schnell unübersichtlich, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob es am Design liegt von den Arealen, aber du weißt sofort oder relativ schnell nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist bei den ganzen Leuten, die hier auf dich schießen. Herr Redfield, bitte passen Sie auf, dass Sie mir nicht in die Schusslinie laufen. Du kannst mich, glaube ich, auch nicht verletzen. Kann man nur einstellen, ausstellen. Aber standardmäßig nicht. So, wo müssen wir hin? Fertigkeitspunkte erhalten. Ey, die teilen wir uns, glaube ich, auch. Echt? Und jetzt schwingen wir uns wie immer lang. Pierce. Arm in Arm, oder was? Geht ja auch nur zu zweit. Ne, zu viert geht's nur. Hä? Hast du Kreis gedrückt? Du musst ja, Kreis drücken. Ich hab Kreis gedrückt. Ne, hast du nicht. Jetzt. Oh. Wow. Und da kam wieder der nächste Zombie mit Raketenwerfer und ich finde sowas halt, das ist so typisch Call of Duty, oder?
Ich kann mich sogar noch an Modern Warfare 2 erinnern, wo genau sowas... Oh, mein Körper scheint sich noch zu erinnern. Ja, wo genau sowas passiert ist. Jetzt muss ich dich beschützen. Wahrscheinlich beschützen. Stell mich an, da kommen ein paar, die auf mich schießen. Das nicht solltest du auch mal in meine Richtung kommen? Nee, ich muss hier. Guck mal, ich hab da so ein Ding, wo ich... Ich kletter einfach schnell genug, dann passiert schon nichts. Ich bin auch schon halb drüber. Ja genau, mach jetzt die Kisten auf. Du bist auch echt ein Kollegenschwein. Muss man hier Munition einsammeln. Wo hängst du denn überhaupt? Ich seh dich gar nicht mehr. Wir machen hier an dieser Stelle Schluss und schauen gleich mal weiter, ob ich die Reise überlebe.